B1.4. Zeigen Sie, dass für die Länge der Strecken A in 10 in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkt A in gilt. A in 10 in Abhängigkeit von x ist gleich minus 0,5x² plus 5,5x minus 9 Längeneinheiten. Berechnen Sie dann das Maß phi des Winkels D2C2B2 und die Seitenlänge A2B2 der Raute A2B2C2D2. Achtung, hier sind drei Dinge gefragt. Einmal soll man die Länge der Strecke A in 10 in Abhängigkeit von x berechnen. Zusätzlich soll noch das Maß phi des Winkels D2C2B2 und die Seitenlänge A2B2 berechnet werden. Also wir fangen mit dem ersten Punkt an, nämlich wir wollen A in CN berechnen. Schauen wir uns dafür die Zeichnung nochmal an. A in CN, exemplarisch hier jetzt mal A2C2, liegt hier im Koordinatensystem drin und zwar, wie man mit dem Lineal unschwer feststellen kann, parallel zur y-Achse. Wenn eine Strecke parallel zu einer Achse liegt, dann kann man ganz einfach oberer Punkt minus unterer Punkt oder rechter Punkt minus linker Punkt wählen. Und was braucht man genau? Sie liegt parallel zur y-Achse, also braucht man die y-Koordinate vom oberen Punkt minus die y-Koordinate vom unteren Punkt. Der obere Punkt, das ist der CN, also nehmen wir die allgemeinen Koordinaten von CN, die finden wir in der Aufgabe 1.2. Da ist die y-Koordinate 0,5x minus 2 und die y-Koordinate von Punkt AN finden wir auch in der Aufgabe A1.2, nämlich mit 0,5x² minus 5x plus 7. Also ANCN lässt sich berechnen aus y-Koordinate vom oberen Punkt, das war der CN, minus y-Koordinate vom unteren Punkt, das war der AN. Hier hatten wir jetzt gesagt, y von CN sind allgemein 0,5x minus 2 minus, so und jetzt muss ich hier eine große Klammer setzen, weil ich muss die komplette Koordinate von YAN abziehen und nicht nur den ersten Teil. AN war 0,5x² minus 5x plus 7. Ja, jetzt sehen wir es, wenn ich die Klammer nicht schreiben würde, würde das Minus nur auf die 0,5 gehen, aber nicht mehr auf das minus 5x und nicht mehr auf das plus 7 hinten dran. Deswegen unbedingt setzen. So, jetzt vereinfachen, 0,5x minus 2. Jetzt löse ich diese Minusklammer auf. Eine Minusklammer heißt, ich lasse das Minus und die Klammer weg und bei allen Termen in der Klammer drehe ich das Vorzeichen um. Also plus 0,5x² wird zu minus 0,5x². Minus 5x werden zu plus 5x und plus 7 werden zu minus 7. Und jetzt noch zusammenfassen und wir fangen mit der größten Variable an. Also hier haben wir erst minus 0,5x². So, dann haben wir 0,5x plus 5x sind plus 5,5x und minus 2 minus 9, minus 7 sind minus 9. Also habe ich eine Länge von minus 0,5x² plus 5,5x minus 9. Und das ist jetzt genau das, was ich hier in der Angabe stehen habe. Das soll dabei rauskommen. Also hat funktioniert. Nächste Aufgabe, Maß des Winkels D2C2B2. So, ich mache mir jetzt eine kleine Skizze hier daneben mit der Raute. Ja, hier ist A2, B2, C2 und D2. So, und gefragt ist jetzt dieser Winkel hier oben, hier noch die Diagonal mit rein. So, wie komme ich jetzt auf diesen Winkel? Wenn ich jetzt diesen Winkel als Ganzes betrachte, liegt er am Dreieck B2, C2, D2. Dieses Dreieck ist nicht rechtwinklig, das heißt, es würden nur Sinussatz und Kosinussatz funktionieren. Aber was kenne ich aus diesem Dreieck? Eigentlich so gut wie gar nichts. Ich kenne die Strecke D2, B2. Die war nämlich immer zwei Längeneinheiten, wie in Aufgabe 1.2 festgeschrieben steht. Ja, also die ist immer 2. Vom Rest kenne ich gar nichts, bringt mir also nichts. Weder der Sinussatz noch der Kosinussatz. Also Trick, Dreieck ändern. Wenn ich hier jetzt noch den Mittelpunkt mit reinnehme, kann ich hier zum Beispiel auf ein rechtwinkliges Dreieck ändern. Ja, nehme ich jetzt links D2, M und C2, rechtwinklig. Der Winkel hier oben wird halbiert, weil es ja Raute ist und da ist Diagonale gleichzeitig Symmetrieachse. Also ist es nur noch halb so groß und wenn ich den halben Winkel berechne, kriege ich den ganzen, indem ich einfach mal 2 nehme. Was kenne ich im rechtwinkligen Dreieck? Erstmal, es funktionieren Sinus, Cosinus und Tangens. Aus diesem
Teildreieck, also D2M, C2, kenne ich hier die Strecke D2M, nämlich mit 1 cm, ja, Hälfte davon. Und da ich jetzt konkret ja, D2, C2, B2, also ich zeige es nochmal oben in der Skizze, hier diese Raute habe, kann ich auch die Länge der Strecke von A2 nach C2 berechnen. Ja, die ist diesmal eine feste Zahl, weil es eben genau diese Raute sein soll. Gilt wieder gleich wie bei der funktionalen Abhängigkeit. Einfach y-Koordinate von oben minus y-Koordinaten von unten, also 1 minus minus 5 ist 6 Längeneinheiten lang. Und ich brauche hier von A nach C wieder die Hälfte. Ja, gilt auch in andere Richtung, dass das hier die Symmetrieachse ist. Damit ist CM 3 Längeneinheiten lang. Okay, schreiben wir das nochmal auf. Ja, mache ich es erst so. Zuerst der AM ist gleich y-Koordinate von C2 minus y-Koordinate von A2 ist gleich 1 minus minus 5 ist gleich, ich habe hier nur AM stehen, also natürlich noch geteilt durch 2. Das darf ich jetzt auch nicht vergessen. So, geteilt durch 2 ist gleich 1 minus minus 5 sind 6, geteilt durch 2 sind 3 Längeneinheiten. So, den brauche ich jetzt nicht extra hinschreiben, das ist eigentlich mehr oder weniger klar. Dann folgt jetzt der Winkel D2 C2 und ich nehme jetzt mal den M2, ja, mache ich erst so. B2 ist gleich 2 mal Winkel D2 C2 M2. So, und dann berechne ich jetzt den Winkel D2, C2 und M2. Und wie wird der berechnet? Also schauen wir uns an. Der Winkel hier oben ist gesucht. Ich kenne diese Strecke und diese Strecke. Zum Winkel ist es die Ankathete, das da drüben ist die Gegenkathete. Also schaue ich eine Formelsammlung nach, welche trigonometrische Funktion funktioniert mit Ankathete und Gegenkathete. Und das ist natürlich der Tangens. Also folgt daraus Tangens von D2. C2 M2 ist gleich Gegenkathete D2 M2 geteilt durch die Ankathete C2 M2. So, einsetzen, dann kann man es mit dem Solver lösen. Oder wer per Hand rechnen mag, Winkel D2 C2 M2 ist gleich Tangens hoch minus 1 von D2 M2. Das war 1. Und hier haben wir stehen AM. Korrekterweise A2, M2 ist 3 Längeneinheiten, also Tangens hoch minus 1 von 1 Drittel. Und das ergibt 18,43 Grad. Jetzt brauchen wir nochmal den D2, C2, B2. Ist gleich 2 mal 18,43 Grad. Und das sind 36,86 Grad. So, fast fertig. Achtung, nicht die letzte Sache noch vergessen. Nämlich, wir brauchen noch die Seitenlänge A2, B2. Schauen wir uns nochmal in die Skizze rein. Hier liegt die A2, B2. Allerdings, wie gesagt, bei der Raute sind ja alle vier Seiten gleich lang. Also ist die genauso lang wie diese Strecke hier oben. Hier habe ich jetzt hier meine Hilfslinien schon eingezeichnet. Deswegen gehe ich jetzt hier oben schnell zum Erklären. Das gilt für hier unten genauso. Ich habe ein rechtwinkliges Dreieck. Zwei Seiten sind bekannt. Die dritte Seite ist gesucht. Damit rechnen wir am schnellsten mit dem Pythagoras, der besagt, die längste Seite zum Quadrat ist gleich kürze Seite Quadrat plus kürze Seite Quadrat. Also folgt daraus, a2 b2 zum Quadrat ist gleich a2 m2 zum Quadrat plus b2 m2 zum Quadrat. Einsetzen und entweder mit dem Solver lösen oder wieder per Umformung. Das heißt, ich ziehe die Wurzel, um das Quadrat hier drüben wegzubringen. Am waren 3 zum Quadrat, bm waren 1 zum Quadrat, ja, das schreibe ich nochmal schöner, plus 1 Quadrat, so. So, und das kann man jetzt in den Taschenrechner eingeben, sind
Wurzel aus 10, also 3,16 Längeneinheiten. So, damit haben wir jetzt tatsächlich alles berechnet, was man berechnen sollte.